Wer hat denn Cooper dahin gesetzt? Gute Frage. So. Ich fürchte dich nicht. Diese Schlacht ist nicht vorbei. Komm zu mir, Slayer. Ich warte auf dich. Ja, ist gar kein Problem. Ich komme gerne. Ist das nicht wieder der Bereich, wo ich vorhin schon mal war? So, ich muss mal ganz kurz hier meine Munition auffüllen. So. Ach nee, wir waren hier unten und jetzt sind wir hier oben letzten Endes. Okay, wir waren vorher hier unten, jetzt sind wir durch den ganzen Weg hier außen rumgelatscht, dass wir hier oben sind. Ja, läuft, würde ich sagen. So. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wo geht's da lang? Ich glaube, da falle ich ganz tief runter. Ich glaube, da komme ich von oben wieder runter dann. Okay. Ich wollte nur wissen, was da ist. Sicher ist sicher. Na gut, gehen wir nach oben. Oder auch nicht. Ach so. Ja, okay. Gut. Komische Architektur. Meinst du? Ich finde so eine große Halle und so weiter, das hat doch was, so ein Riesendingens. Ist überhaupt nicht unnötig. Ah. Wer baut sowas? Wozu? Das ist total sinnlos. Hallo? Hab dich gesehen. So. Prätorenanzug, Ding Dong, irgendwas. So, haben wir das. Hier haben wir einen Haufen Munition und tralala und hast du nicht gesehen. Dann haben wir es. Oh Gott, es dauert ja noch ewig und 3 Tage, bis wir hier durch sind. Ich möchte übrigens betonen, wir haben jetzt in den über 2 Stunden, wo wir das Spiel spielen, nur eine Mission geschafft. Na, okay. So. Tschüss. Aua. Was sind die Gegner? Hallo, 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 au, au, au. So, haben wir das. Ich will nicht die Waffe geben, mit der Waffe weg. Ich will nicht den Raketenwerfer einsetzen. So. Nein, falscher Knopf. Ich wollte wieder nachladen. Im Eifer des Gefechts. Ich habe keine Leben mehr. Du da, du da. Ich habe keine Leben mehr. Du da, du da, day. Zum Glück ist hier ein paar Heilpack. Du da, du da. Gott sei Dank ist hier ein paar Heilpack. Du da, day. So, komm her. Hier. Ich teile dich in 2 Hälften, du Mistviech. So. Ist gar nicht übertrieben hier, finde ich. Nein, das hole ich mir nicht. Ah, natürlich, natürlich!
Da 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 dam du da du da dam da 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 dam da dam du da du da day. Miss. Natürlich. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt brauche ich Raketenwerfer, bitte. Raketenwerfer, Raketenwerfer, Raketenwerfer. Ich habe keine Raketen. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin zu jung zum Sterben. Lass das. Aus. Pause. Ich muss nachladen. Auszeit. Bräuchte Heilung. Ich habe keine Heilung mehr, weil es verbraucht. Hilfe. Ah. Nein, nicht das Viech. Ich hasse dieses Viech. Dieses Viech ist ätzend. Das Leben. Haha. Komm ich da hin? Nein! So, einmal das Knick umdrehen. Sehr gut, so wie es sich gehört. So. Sag mal, du scheiß Mist, du stirbst jetzt endlich mal. Wie viele Kugeln hält ihr bitte aus? So. Ich denke immer, dass ich die dann locker töte schon, dass die schon längst tot sind. Dann ist das gar nicht der Fall. Hallo? Achso, wir haben doch noch Luft. Okay. So. Einmal den Kopf umdrehen. So, ciao. So, okay, Raketenwerfer. War ein bisschen übertrieben dafür, aber gut. So. Ich muss mehr Glory Kills machen. Ich brauche mehr Heilung. Ich glaube, der ist tot. Oh Gott, Gott, ist anstrengend.
Glory Kills mit Loch. Nee, ohne. Muss sich ja lohnen. So. So. Bam. Oh oh. Das gibt es nicht! Oh, Alter, ich flipp aus, echt. Nach der Mission ist Schluss. Ich mag nicht mehr. So. So. Okay, so haben wir das. Okay. Ah ja. Habe ich einfach zerdeppert. Ist klar. Mhm. So, her mit der Munition. Oh ja, stirb. Für sowas. Oh, diese Hestlons da oben. Ach, ich hab keine Munition mit dem Ding, das ist ja toll. Sowas liebe ich ja. Komm her. So. Ich habe keine Munition mehr mit diesem Ding, das ist nicht gut. Okay, ciao. Ich glaube, der letzte noch lebt. War's das? Hab ich's? Gott sei Dank. Alter. Der Priester bewegt sich nicht mehr. Ich markiere seine Position. Ah, es ist sehr gut. Das freut mich sehr. Dankeschön für die Info.
Habe ich ihn endlich in die Enge getrieben. So, einmal kurz vollladen. So, das haben wir voll. Ja, okay. Da komme ich nicht hoch, aus welchen Gründen auch immer. Wie auch immer ich da hochkomme, ich habe keine Ahnung. Aber da ist eine Rüstung. Ich hätte gerne die Rüstung da oben. Ich habe keine Ahnung. Ist hier unten irgendwo Rüstung? Ich brauche bloß noch 20 Rüstung, dann bin ich voll. Hier, Schrotflintmunition. Oh, was ist das denn hier? Geheimnis gefunden. Was ist das? Raserei. Toll. Das finde ich jetzt. Ja, läuft. Ich habe die Raserei jetzt gefunden. Hätte ich sie vorher gehabt, wäre es alles viel einfacher gewesen. Naja, schön. Haben wir das auch. So, was kommt jetzt? Okay, einmal im Schnellzug nach vorne. Kampf, Herausforderungen 2 von 3, Erkundung 14 von 17. Okay. Bisschen was fehlt. Pull the Crystal. Armor Drain. Entflamme 4 Dämonen mit einem einzigen Flammenspeierschuss. Okay, das haben wir nicht gemacht. Ja, hier drei Sachen habe ich nicht gesehen. Oh, wir haben einen Prätorenanzugspunkt übersehen, hier sehe ich gerade. Einen haben wir übersehen und eine Wächterbatterie und ein Spielzeug. Das Spielzeug ist jetzt halt nicht ganz so schlimm, aber das ist interessant hier. Okay, so. Speichert. Doomhunter-Basis. Die Jagd nach dem Priester in der arktischen Basis hat dich an eine Doomhunter-Forschungs- und Ausgrabungsstätte geführt, wo der Showdown stattfinden wird. Im Angesicht des Kampfes hat der Priester einen alten Gegner wiederbelebt, der ihn beschützen wird. Erledige den Doomhunter und der Priester ist Geschichte. Ich wollte eigentlich Schluss machen, verdammte Axt. Töte den Wächter des Priesters. Okay. Ah, ich muss nach vorne laufen. So, komm her. So, ich brauche Leben. Entschuldigung. Und ich brauche Munition und Rüstung. Achso, es gibt bloß Munition, wie ich jetzt zersäge. Stimmt, ja. Töte den Wächter des Priesters. Okay. Was wird das jetzt? Ist das ein Terminal? Was ist das? Ah, ich entkoppel den hinteren Teil, warum auch immer. Der Höllenpriester bewegt sich nicht. Sein Wächter befindet sich in der Einrichtung vor Ihnen. Jo, das sieht sehr toll aus. Okay. Das kann ja heiter werden. Sag mal, Kinders, ist das euer Ernst, mich hier von hinterrücks anzugreifen? Das ist sehr unsportlich. Hallo? Also mal ganz ehrlich, Kinders. Ich finde das nicht gut. Das kann ich nicht gut heißen. So. Das ist gruselig. So.
Ich dachte, läuft er weiter. So. Ja. Gut. Ich habe vergessen, dass wenn ich da mich mit dem Ding dran mache, dann hängt das sich automatisch schon fest. Und wenn du dann E drückst, dann lässt er los. Okay, gibt's einen Waffenpunkt. So, Vollautomatik. Achso, das haben wir alles schon. Ich glaube, ich nehme die Zielerfassung für den Raketenwerfer. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir einen großen Gegner oder irgendwas jetzt hier haben, keine Ahnung, ist das vielleicht am sinnvollsten. Ich bin mir auch nicht sicher, keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt hier. Ich hoffe, dass es einigermaßen passt. So. Ich hoffe übrigens, im Stream und Aufnahme passt alles. Weil ich glaube, ich bin deutlich mehr als 100 oder 60 Frames spiele. Schwachpunkt. Pinky. Der Pinky ist ein schwerer Dämon, der mit seiner Frontpanzer auf den Spieler zudasht. Sein Schwanz ist ein Schwachpunkt. Mach entweder einen Doppelsprung über den Pinky hinweg oder dashe aus dem Weg, um dann seinen Schwanz zu attackieren, um ihm heftigen Schaden zuzufügen. Im Codex kannst du mehr über die Schwachpunkte von Dämonen erfahren. So. Der Stream braucht mehr Sonne, sonst alles gut. Well. Ah ja. Ja, das funktioniert ja gut. Hallo? Ich häng fest. Ich hasse das, wenn ich festhänge in diesem Spiel. So. Dass sie noch nicht alle Reis ausnehmen von mir, grenzt übrigens an ein Wunder. So. Achso, der andere ist schon tot. Okay. So. Nein. So, tschüss. Hallo? Hallo? Au. Ich will manche Gegner gar nicht treffen, aber manche Gegner kommen einfach so auf mich zu. So. Ups. Nein. Oh, pardon. Ciao. Komm. Und tschüss. Einmal zersägen. Sehr schön. Okay. Ja. Großer Dämon. Ciao.
Was? Okay, komm her. So, wir müssen die Waffen gehen. Was haben wir noch? Hier, Gewehr. So. Hallo? Noch Leben. Ja, danke. Nein, keine Munition mehr. Aha, Klippaus. Was habe ich noch? Aha. Schrotflinte. Aha. Super Schrotflinte. Aha. Also nicht sonderlich viel. Finde ich gut. So. Nein, ich häng fest. Ich frage mich, wieso ich so auf fest häng mittlerweile in diesem Spiel. Ups. Ah, ich hasse dieses Viech. So. Oh, Gott sei Dank, ich hab... Oh. Hätte ich den jetzt nicht gehabt, hätte er mich gehabt. Der hätte mich bestimmt gleich seine Dingens gemacht. Sein komisches Schwert ausgepackt, dann wäre es vorbei gewesen. So. Was fehlt denn hier noch? Wo sind denn eure Gegner? Hallo? Okay, ist alles noch voller Gegner. Waffenpunkt erhalten, sehr gut. Oh, das ist anstrengend. Aber zur Abwechslung bin ich gestorben. Ich finde das ganz gut. Ich finde, das muss mir auch mal... Man muss mir das auch mal positiv anrechnen, dass ich mal nicht gestorben bin zur Abwechslung. Sondern, dass ich hier einfach mal ohne... naja gut, nur mit ein paar kleinen Blessuren hier davongekommen bin. Ich finde, das muss man mir auch mal anrechnen. Das ist, bis das sonst ist, so ein bisschen langweiliger. Jetzt weiß ich übrigens, warum das Spiel Raytracing unterstützen sollte. Wenn ich die Spiegelungen hier sehe. Ich würde nur gerne mal wissen, wie das dann mit Raytracing ist dann. Ich glaube, wenn Raytracing in das Spiel reinkommt, dann schauen wir es uns nochmal an, weil ich würde echt mal interessieren, wie die Performance dann ist. Weil ich glaube, die können das hier echt gut, auch von der Optimierung her. Puh. Screen Space Reflections. Puh. Blödsinn. So. Okay, da ist der Dingens. Was haben wir hier noch? Vega-Dateneintrag. Die im Polarkreis liegende Kultistenanlage der UAC wurde um die Ruinen einer alten Agenta-Siedlung hochgezogen, die vor über 60 Millionen Jahren zur Zeit von Argent Denurs Ausbreitung in andere Welten entstand. Man hat gefrorene Kadaver der Agadon-Jäger mit den Gletschereinöden um die Kultistenanlage gefunden. Obwohl die Struktur ihrer DNA zeigt, dass sie von der Erde stammen, gibt es nur im eisigen Gelände der Agenta-Siedlung fossile Überreste dieser Kreaturen. Die Radiokarbon-Datierung der erstaunlich gut erhaltenen Bestien legt ein Alter von knapp 80 Millionen Jahren näher, älter als jedes von der Erde stammende höhere Lebewesen. Die Kultisten setzten die cyberdämonischen Experimente vom Mars fort und beschäftigen sich mit dem Potenzial Argadons für Wiederbelebung und Cyber-Augmentation. Vor Jahrtausenden wurde am selben Ort ein ähnliches Programm durchgeführt, bei dem Deag-Priester, häufig Höllenpriester genannt, die Kreaturen durch Zucht und genetische Modifikationen zu Doomhuntern machten. Feuchterregende Mutanten, die während der unheiligen Kreuzzüge gegen Argent Denur den Doomslayer und seine Wächter der Nacht bekämpfen sollten. Militärische Aufzeichnungen der Wächter untermauern dies und es gibt viele Berichte über diese Kreaturen in den Reihen der dämonischen Armeen, welche während des Agenta-Bürgerkriegs die Wächter der Nacht und die Armeen des Nordens angriffen.
Nachdem die UAC-Kultistenbewegung ihre Pläne für die Erde öffentlich machte, enthüllte man das cyberdämonische Programm und seinen Fokus auf einen aktualisierten Bauplan des Doom Hunter und eine Verbesserung seiner Kampffähigkeiten. Eine neue Fertigungszentrale wurde nahe der Kultistenanlage errichtet und eine leistungsfähige Graph Tram ermöglichte den UAC-Arbeitern den sicheren Transport der für den Prozess nötigen biologischen und mechanischen Komponenten. Die Wiederbelebung eines Agaron-Jägers erfordert Spitzentechnologie in Verbindung mit okkulten Ritualen, die von den Nekrochirurgen der UAC durchgeführt werden. Eine unheilige Fusion von Wissenschaft und Hexerei. Sehr gut. Ich check jetzt aber immer noch nicht so ganz den ganzen Sachverhalt hier eigentlich. Also wir haben den ersten Teil. Wollten sie die Dämonen, die Energie von der Hölle nutzen, um unendliche Energie zu haben. Das war es im ersten Teil. Dann haben wir die Dämonen aufgehalten. Wir haben die Höllentore geschlossen. Und jetzt im zweiten Teil ist irgendwie die Dämoneninvasion auf der Erde. Aber wie die jetzt... Warum die UAC jetzt die Erde unbedingt vernichten will, verstehe ich nicht so ganz. Ich bin mal gespannt, ob wir das nur irgendwie rausfinden, was hier wie wo passiert. Ich bin irgendwie... Check ich noch nicht so ganz. Es war nicht leicht, einen würdigen Gegner für den Slayer zu finden. Doch er sollte dir imponieren.